Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, dem heutigen Video möchte ich euch mal eine neue Version vom Gift Castle Friends Glitch zeigen. Und ja Leute, diese Version ist auf jeden Fall, glaube ich, auch die schnellste Verglitch-Methode, die es jemals gab. Also meines Wissens nach auf jeden Fall. Deswegen nutzt die auf jeden Fall aus, solange sie noch geht. Ein kleiner Haken auf jeden Fall, ihr braucht die Hilfe von einem Freund. Euer Freund braucht auf jeden Fall ein Fahrzeuglagerhaus und in dem Fahrzeuglagerhaus muss er einfach irgendein Fahrzeug sich drin befinden. Welches Fahrzeug das ist, das ist auch wirklich völlig egal. Und euer Freund muss sich dann einmal euch in sein CEO einladen. Ihr nehmt dann einmal die CEO-Einladung dann einmal an. So, und dann setzt ihr euch einfach auf den Beifahrersitz. Euer Freund öffnet dann jetzt einmal dann das Interaktionsmenü. Hat das Interaktionsmenü geöffnet, fährt er einfach mit euch zur Garage. Sind wir dann dort angekommen, dann müssen wir nur einfach nur aussteigen. Also wir steigen aus dem Auto einfach aus und sind somit schon verglitscht. Um jetzt einfach nur nicht durch die Map zu fallen, einfach in Inventar öffnen. Ferngesteuerten Panzer oder einfach den RC Bandito einmal ganz kurz öffnen. Wenn wir drin sind, können wir ganz einfach wieder rausgehen. Haben wir jetzt keinen ferngesteuerten Panzer, können wir auch irgendeinen Job öffnen oder euer Freund kann sich einfach euch in sein Apartment einladen. Und Leute, jetzt sind wir auf jeden Fall schon verglitscht und können uns dann zum Nullpunkt begeben. So, sind wir dann oben dann angekommen, dann müssen wir einmal unsere MOC anfordern und dann ein Auto, was wir nicht mehr benötigen oder halt irgendeinen kostenlosen LG. In meinem Fall hatte ich noch einen kostenlosen LG in der Garage. Wir fahren dann mit unserem Freund hinter unsere MOC. Unser Freund geht dann einmal ins Pausenmenü. Wir fahren dann hinter unsere MOC, drücken Steuerkreuz nach rechts, warten bis der Freund ausgestiegen ist. Ist der Freund dann ausgestiegen, kann der Freund aus dem Pausenmenü rausgehen, bleibt hinter unserer MOC stehen. Wir steigen dann einmal aus, gehen kurz in die Franklin-Meldung rein, verlassen diese dann einfach direkt wieder. Dann laufen wir hinter unserer MOC, einfach alleine eintreten, in diesem Blackscreen noch einmal in die Franklin-Meldung einmal reingehen, diese einmal verlassen. Dann werden wir unsichtbar durch die Maps fliegen. Das ist auf jeden Fall perfekt. So, jetzt einfach nur in das Auto einsteigen, was wir uns ziehen wollen von unserem Kollegen. Und schon ist das erste Auto gezogen. Und ja, wenn ihr euch jetzt noch ein Auto ziehen wollt, dann geht einfach wieder aus der MOC raus, fordert euch wieder einen kostenlosen LG an oder ein Auto, was ihr nicht mehr benötigt und macht den gleichen Schritt einfach nochmal. Und das war es auf jeden Fall schon mit dem kleinen, aber feinen Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.